Ich habe das Gefühl, als wäre ich ein Flüchtling auf Dr. Moreaus Insel. Oder ein moralisch verkorkster Charakter in irgendeinem Celine-Roman. Die scharfe Soße hilft da. Turakistan, was soll ich tun? Omar Sharif, ausschalten. Das wird der erste Krieg, der mit hundertprozentiger Unterstützung von Privatunternehmen geführt wird. Tamerlane Flugzeuge, Tamerlane Soldaten. Wie sieht meine Tarnung aus? Sie sind Fachmesseleiter. Willkommen in Turakistan, Sir. Das ist Miss Hegelhusen. Sie schreibt einen Artikel über die Messe. Seit wann wird denn Emerald City angegriffen? Ich würde das keinen Angriff nennen. Das war eher eine Bombardierung. Ein Symbol für Demokratisierung? Oder doch nur ein schäbiger PR-Gag? Und dank Tamerlanes innovativer Prothesen kriegt man sie sehr viel schneller wieder zum Tanzen als gedacht. Zentralasiens Popstar Yonica Baby Ye. Willkommen, wir freuen uns, Sie hier zu haben. Wollen Sie sich nicht zu doll? So doll freue ich mich auch nicht. Meinen Sie attraktiv? Ja. Tut es Ihnen denn gar nicht weh, so eine moralisch verdrehte Position einzunehmen? Ich kann mich nicht konzentrieren. Die Journalistin und das Mädchen wollen mir nicht aus dem Kopf. Darf ich noch was Persönliches sagen? Was zum Henker tun Sie da nur? Töten Sie endlich die Trip! Mein Kommunikationsstudium scheint sich wohl doch noch bezahlt zu machen. Ich stehe drauf, Menschen zu töten, so wie jeder andere auch. Aber ich habe mich verpflichtet, nur die Bösen zu töten. Was ist mit Ihrer Mutter? Tot. Tut mir leid. Warum denn? Sie haben sie ja nicht getötet. Nein, ich denke nicht. Sie wollen die Journalistin verführen, die eine andere Politik verfolgt? Was zum Teufel sollen wir sonst tun in dieser dunklen und einsamen Nacht? Oh, Marsha, du bist so cool. Ich habe hier eine Dose Pfefferspray. Und die werde ich auch benutzen. Das ist Ihre Show, Baby. Ich dachte, wir hätten eine besondere Verbundenheit. Spüren Sie das nicht? Nein. Kulturelles Einfühlungsvermögen. Deswegen sind wir hier, Baby. Ich bin Natalie Hegelhusen. Ich werde hingerichtet, wenn folgende Forderungen nicht erfüllt werden. Die turakische Basketballnationalmannschaft verpflichtet LeBron James im Tausch gegen einen Spieler, der später genannt wird.